So, da sind wir auch schon wieder zurück bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung mit Tüftlerwaffe. Ich habe da für euch schon vorbereitet. Das hier ist nämlich das Urzeitgewehr. Das ist das Tüftlergewehr. Das ist die Tüftler-Schrotflinte und das ist die Urzeitschrotflinte. Also ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr nur die Tüftler-Sachen benutzt, um die Kills zu machen. Das Ganze bietet sich natürlich am einfachsten an in Gruppenkeile. Wir sind nochmal gerade hier. Ah, er muss natürlich wieder schwitzen. Ja, wir kennen das schon. Ja. Und editierst du auch? Ja. Und nochmal editieren. Muss ich nur aufpassen? Oh Gott, schwitzt der sich hier einen ab. Leute, das hier ist Gruppenkeile. Guck mal, was der sich einen abschwitzt. Was hat er vor? Gestorben ist er jetzt trotzdem. Lol. Aber nochmal, denkt dran, hier das sind die Tüftlerwaffen und die anderen sind die. Hallo? Die anderen sind halt die Urzeitgewehre. Oh Gott, guckt euch das an. Wir sind hier in Gruppenkeile. Ja. Ohne Quatsch. Habt ihr auch schon gemerkt, dass Gruppenkeile inzwischen so verschwitzt ist? Das ist ja wirklich schon eklig. So, gehen wir mal hier hin, gerade den Kill abstauben. Danach gehe ich nämlich auch aus der Runde raus, um die nächste Aufgabe schon zu machen. So eklig geworden. Natürlich wieder nur der Assist. Oh, Kinders. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden jetzt wissen, wie es gemacht wird. Also achtet drauf, Tüftlergewehr und Tüftler-Schrotflinte. Ich glaube, es gibt sogar noch die Tüftler-Maschinenpistole und Tüftler-normale Pistole. Da einfach drauf achten, denn sonst zählt der Kill nicht. Warte, gucken, ob ich den Kill abstoppe. Oh. Ah, da ist der Kill. Wollte doch mal Zeit. So, jetzt habt ihr es auch gesehen, wie das Ganze funktioniert. 24.000 XP. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich setze mich weiter an die nächsten Aufgaben und haut rein.